Die Hollywood-Legende Lauren Bacall ist tot. Sie starb im Alter von 89 Jahren in New York. Berühmt wurde sie durch Filme wie Tote schlafen fest und Wie angelt man sich einen Millionär? Eines ihrer Markenzeichen war der intensive Blick in die Augen ihrer Filmpartner. 7 Jahrzehnte dauerte Bacalls Filmkarriere. Für ihr Lebenswerk erhielt sie 2009 einen Ehrenoscar. Dieser Blick, diese Stimme, keine war verführerischer als Lauren Bacall. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. Die Männer verzaubert von ihrem legendären Augenaufschlag auf der Leinwand wie im richtigen Leben. An der Seite von Humphrey Bogart debütiert sie 1944 in Haben oder Nichthaben. Der Film macht die 19-jährige Bacall über Nacht zum Hollywood-Star. Ein Jahr später heiratet sie den 25 Jahre älteren Frauenstar. Bacall und Bogart gelten als Traumpaar, stehen auch privat im Rampenlicht und gemeinsam vor der Kamera. Nothing you can't fix. Hallo. Aber sie spielt auch mit anderen, Rock Hudson oder Gregory Peck, eine unwiderstehliche Herzensbrecherin, mal unschuldiges Mädchen, mal verruchter Vamp. Sie sehen ja so verdrückt aus. Humphrey Bogart stirbt 1957. Nach einer kurzen Romanze mit Frank Sinatra heiratet Lauren Bacall den Schauspieler Jason Robards. Die Ehe scheitert und später bekennt sie, meine Männer waren alle ein Fehler, außer Bogart. Mütterlich statt männermordend, ihre späteren Rollen im Film und auf der Bühne. Lauren Bacall ist gestern im Alter von 89 Jahren gestorben.